Ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin auch kein Freund von inflationären Entwicklungen im Fußball, was Wettbewerbe betrifft. Und deshalb bin ich auch nicht dafür, dass alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft stattfindet. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein bisschen zu kurz gesprungen. Wir müssen versuchen, diesen Fußballkalender, der, wie Sie richtig gesagt haben, viel zu vollgepackt ist, ein Stückchen reformieren und rationalisieren, weil die Spieler können nicht mehr leisten, als das im Moment von ihnen schon verlangt wird. Hansi, muss man sagen, hat sportlich Ruhe reingebracht und sie brauchen jetzt einen Präsidenten, der ganz einfach auch wieder in dieses, ich sage mal, offizielle Geschäft des DFB Ruhe reinbringt, der auch akzeptiert wird von beiden, von den Profis als auch den Amateurverbänden. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie da den Richtigen finden. Wer es am Ende des Tages auch immer sein wird, ich möchte mich da gar nicht einmischen. Und das ist wichtig, weil diese beiden Faktoren, sportlicher Erfolg und dann eben Ruhe an der Front, was die Politik betrifft beim DFB. Ich glaube, sie wird nie wiederkommen. Was da passiert ist mit der Gründung und dann 48 Stunden ja auch mit der Kapitulation, muss man sagen, war natürlich eine Watschen für alle 12 und die drei, warum die jetzt noch weitermachen, muss ich offen und ehrlich sagen, verstehe ich nicht ganz, weil das Thema Super League ist erledigt, ist tot. Es wird nie wieder aufleben, das ist völlig klar, weil es ein großer Reinfall war und das Votum der Fans war hier eindeutig, wir wollen sowas nicht.